Ja, servus ihr Lieben und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge LS19 auf der Campaign of France. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir werden gucken, dass wir heute noch ein bisschen was schaffen. Es ist fast Nacht, die Felder sind nicht erntereif von uns, leider. Werden jetzt aber mal gucken, dass wir noch ein paar Missionen machen. Wir werden jetzt wahrscheinlich sowieso erstmal hier die Ballengabel ablegen müssen. Zusätzlich natürlich noch den Frontlader, das werden wir wohl hinkriegen. Ja, das geht natürlich nicht, da wir noch das Gewicht dran haben. Das sollten wir natürlich als erstes ablegen. Gehen wir aber hin. So, einmal runter mit. Sehr gut. Dann einmal hier Gewicht wieder ankoppeln. Ich habe schon genau auch eine Mission schon im Auge. Wir wollen hier Fett 18 grubbern. Vertrag werden wir akzeptieren. Wir werden Fett 19 direkt grubbern im Anschluss. Können wir direkt auch akzeptieren. Gibt es auf Fett 20 noch eine Mission? Nein, so wie es aussieht, nicht. Okay, Fett 18 und Fett 19 steht das Grubbern an. Das sollte kein Problem sein. Kriegen wir hin. Wir schnappen uns den Grubber und werden einmal hinfahren. So, sehr schön. Es gibt zumindest noch mal ein bisschen Kohle. Wie viel Kohle gibt es? Es gibt knapp, wie viel Kohle? Das gibt knapp 500, 600 Euro. 650 Euro, irgendwie sowas. Das ist jetzt nicht wirklich viel, aber zumindest etwas. So, also wir fahren einmal hin. Fahren einmal hin. Werden uns das ganze Geschehen einmal angucken, werden einmal grubbern, werden wir wahrscheinlich ein, zwei Folgen für brauchen, aber das ist auch nicht das Problem. Wir haben genug Zeit, uns hetzt keiner, von daher ist das, denke ich mal, in Ordnung. So, wenn wir die Möglichkeit haben, warum sollten wir die Möglichkeit nicht nutzen, ne? Ist einfach so. Ist einfach so. Sehr gut. So, fangen wir mit Fett 19 an oder mit Fett 18? Ich denke mal, wir fangen mit Fett 19 an. Machen wir das als erstes fertig. Dann ist das erledigt. Dann können wir hier weiter Gas geben. Und dann geht es auch weiter. Sehr schön. Sehr schön, Leute. Cool. Heißt, jetzt wird ein bisschen gegrubbert. Das sollte auf jeden Fall funktionieren. Ohne größere Probleme. Und ja. Perfekt. Perfekt. Sehr gut. Ist jetzt wie gesagt ein bisschen Arbeit. Kein Problem. Kriegen wir alles hin. Kriegen wir alles hin. Machen mittlerweile eigentlich fast alles selber. Komplett ohne Helfer. Finde ich auch gar nicht mehr so schlimm. Haben wir zumindest ein bisschen was zu tun, ne? Haben wir ein bisschen was zu tun. Sehr gut. Gut, machen wir direkt die nächste Spur hinterher. Sollte das auch funktionieren. Sehr gut. Sehr gut, Leute. Klasse, das gefällt mir. Das gefällt mir. Ist, wie gesagt, ist zwar nicht wirklich viel Geld, was wir dafür kriegen, aber fürs Erste können wir dann die Maschinen dafür reparieren. Das ist nicht verkehrt. Und wir können dann noch, wie gesagt, ein bisschen zusätzlich Geld verdienen, um noch ein bisschen zu investieren, sag ich mal, in Schafe oder in Kühe, eventuell auch in einen neuen Mähdrescher, genau.
Da hat der Blickwolf gesagt, du solltest mal einen neuen Mähdrescher besorgen. Genau, das wäre auch eine Möglichkeit. Neuer Traktor, weiß ich nicht. Mir gefällt der Fendt mittlerweile relativ gut. Und mit dem haben wir bis jetzt auch alles soweit gemacht. Von daher, ich weiß nicht, ob wir den austauschen sollten. Drescher von mir aus, kein Problem. Aber wie gesagt, den Fendt würde ich gerne auf jeden Fall behalten. Drescher ist nur verdammt teuer. Da müssen wir ein bisschen für sparen. Ein bisschen viel für sparen, ne? Kriegen wir aber was hin. Kriegen wir alles auf Dauer hin. Wir gucken jetzt erstmal, dass wir hier vorankommen, dass wir die beiden Felder grubbern, dass wir das zumindest fertig haben. Dann gucken wir mal mit der eigenen Ernte, was dabei rumkommt, was wir da verkaufen können. Ein Sojabohnen von Feld 6, 7. Da wird eine ganze Menge zusammenkommen. Rapsfeld auf Feld 3 ist natürlich auch eine ganze Menge, was dann zusammenkommt an Getreide bzw. Ernte, was relativ viel Geld bringen könnte. Und wo wir dann natürlich dann relativ gut mit investieren können wieder. Vielleicht ein neues Feld nochmal. Das wäre eine Option. Momentan haben wir kein Problem damit, hier zwischendurch noch mit dem Mähdrescher andere Felder zu machen. Wir sind auf Echtzeitspielzeit. Von daher, das passt soweit erstmal. Ich würde wie gesagt erst nochmal neue Flächen holen und dann eventuell auf einen neuen Drescher sparen. Das sollte dann eigentlich auch relativ schnell gehen. Wenn wir mehr Flächen haben, können wir mehr Getreide anbauen und dann natürlich auch mehr verkaufen. Wäre natürlich relativ geil. Gut, das gucken wir dann mal. Wir gehen hin und werden hier einmal zu Ende grubbern noch. Dass wir das auf jeden Fall haben. Sollte kein Problem werden, ne? Sollte kein Problem werden. Sehr gut. Sehr gut, Leute. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Sehr cool. Perfekt. Halbes Feld haben wir hier auf jeden Fall schon mal durch. Der Rest kommt jetzt so allmählich. Wie gesagt, viel kriegen wir dafür nicht, aber wir können zumindest die Maschinen reparieren davon. Von dem Geld, dann sind wir zumindest wieder einwandfrei funktionsfähig. Und ja, das sollte dann eigentlich soweit passen. Ich bin mal gespannt, was wir noch alles schaffen, bevor die eigenen Felder erntereif sind. Die sind in der letzten Wachstumsstufe aktuell, von daher so viel sollten wir auch nicht mehr schaffen können, aber gut, warten wir es ab. Warten wir es einfach mal ab. So, bei wie viel Prozent sind wir hier? 68 Prozent, okay, das geht. Das geht. Da sind wir fast bei 70 Prozent, ist in Ordnung. Das ist in Ordnung, da kann man nicht meckern. Da kann man nicht meckern. Sehr schön. Jetzt einmal weiter. Nächste Spur direkt grubbern. Anschließend fahren wir rüber auf Feld 18. Ist etwas größer. Gibt auch dementsprechend ein bisschen mehr Geld. Jetzt auch nicht unbedingt die Masse an Geld, aber wie gesagt, zumindest etwas. Vielleicht können wir danach noch direkt Feld 20 machen. Wäre eine Option. Wenn wir schon mal hier dran sind, wäre das eigentlich gar nicht mal so verkehrt. So, nächste Spur direkt. Einmal weiter grubbern. Dann sollten wir fast durch sein. Wir sind jetzt bei 83%. Sehr gut. Das sollte fast durch sein, das Feld. Dann haben wir das Feld zumindest schon mal fertig. Wir können dann rüber auf Feld 18 oder vielleicht auch Feld 20, wenn das dann da ist. Aktuell sieht es nicht so gut aus. Aber gut, schauen wir dann einfach mal.
Schauen wir dann einfach mal. Das kam jetzt eigentlich relativ zügig nach den Missionen. Das mit dem Grubbern. Schauen wir einfach mal. Na? Gut. Das kriegen wir schon hin. Größer Grubber wäre auch eine Möglichkeit. Der natürlich für die Leistung des Fensters hier gemacht ist. Müssen wir mal schauen. Ob wir da was finden, eventuell noch später, was wir nutzen könnten. Ich werde auch mal noch einmal die Mods deswegen durchsuchen, ob wir einen Grubber für den Fan haben, der da funktionsfähiger ist und mehr Arbeitsbreite hat. Aber gut, kriegen wir hin. Hoppala. Ne, nach unten wollte ich nicht. Nach hier unten wollte ich nicht, Leute. So, sehr gut. Letzte Spur. Pad 19 ist abgeschlossen, sehr gut. Dann können wir jetzt erst einmal schon mal abschließen. Wir können hingehen, schon mal die Maschine reparieren. Den Fan können wir gleich machen. Ich würde sagen, wir werden als erstes mal das Gewicht hier reparieren. Das Gewicht müsste, glaube ich, auch repariert werden, ne? Nein. Okay. Wie sieht es mit dem Grubber aus? Auch nicht? Okay. Fährt auch nicht? Okay, na gut. Dann müssen wir dann noch nichts reparieren. Okay. Auch in Ordnung. Dann sind wir noch voll funktionsfähig. Cool. Sehr gut, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Dass sie noch so gut in Schuss sind. Ich meine, der Traktor, okay, den sehen wir ja, aber die anderen Geräte. Können wir leider nichts sehen, ne? Ist das der Gesamtzustand der Maschinen? Das kann ich auch nicht sagen. Ne? Na gut, fahren wir hier hoch. Dann machen wir das einmal so durch. Dann geht es anschließend weiter mit diversen Sachen. Ich habe noch eine Spritze gefunden, die wir nutzen könnten, die von der Snofka. Da könnten wir uns mal überlegen, ob wir die Spritze dann nutzen, ne? Weil die ist relativ klein und hat eine relativ gute Arbeitsbreite. Schauen wir mal, ob wir die eventuell dann mit reinnehmen. Können wir gucken. Kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So. Perfekt. Das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Cool. Haben wir das zumindest auch schon relativ gut erledigt hier in dieser Folge. Haben das meiste schon durch hier. Ich denke mal, dass wir das in der nächsten Folge auf jeden Fall fertig kriegen sollten. Dann gucken wir mal einfach, was wir noch machen können. Gucken dann mal nach den Tieren, wie es denen geht. Wir gucken dann mal, dass wir ja eventuell auch noch uns um die Felder kümmern, wegen Wachstumsstufe, ob wir da noch was machen müssen oder ob wir da schon ernten können. Das ist die Frage, aber das sehen wir dann in der nächsten Folge, denke ich mal, nach dem Grubbern hier von Feld 18, wenn wir das durch haben. Und von daher, das sollte soweit passen.
In dem Sinne danke ich euch natürlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns definitiv in der nächsten Folge wieder. Morgen 20 Uhr geht's weiter hier auf der LS19 Kampagne France. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid und sage einmal natürlich bis dahin Servus und Tschüss.